es geht, habt ihr schon im Vorspann gesehen. Es ist also eine kleine Zeichnung mit drei Booten an einem Wasser. Das hier ist meine Vorzeichnung, das hier ist eure Vorzeichnung, die könnt ihr gerne nutzen. Und jetzt fangen wir an. Insgesamt möchte ich betonen, dass wir hell bleiben, damit wir auch dieses schöne Licht am Wasser einfangen. Das kann man auch recht gut mit Bleistift machen. Himmel brauchen wir keinen. Hier haben wir unser Wasser, unsere Boote und hier vorne ist unser Sandstrand. Fangen wir mit dem Wasser an. Wenn ich mir das Wasser mal genau anschaue, dann kann ich sehen, dass je weiter das Wasser zu uns nach vorne kommt, umso heller wird der Tonwert. Also bleiben wir hier schummernd, schön gleichmäßig unterwegs, möglichst gerade. Ihr seht, ich habe hier auch eine krumme Linie, möglichst gerade, und wir arbeiten uns um unsere Elemente drumherum und schauen, dass wir einen gleichmäßigen Tonauftrag bekommen. Hier kommen wir weit nach vorne, also lassen wir es auch weit auslaufen. Ich vergesse immer zu sagen, nehmt nicht das ganze Blatt, sondern bleibt in einem Bereich. Könnt ihr euch ja gerne markieren, dann wisst ihr, wo euer Blattende ist. Denn es ist immer schöner, wenn, also für mich jedenfalls, wenn außenrum noch viel weiß ist, auch so als Passepartout. Und hier auf der Seite auch. Ihr seht, die Boote versuche ich freizulassen. In die Stempen gehe ich rein mit meinem Bleistift. Das macht nichts, die kann ich mir wiederholen. Und baue mir langsam hier einen weichen Übergang auf. Schau, dass es überall gleich liegt. Und darf jetzt hier hinten auch meinen Bleistift mal aufstellen und etwas konkreter werden. Jetzt habe ich hier natürlich einen Überstand durch meine Vorzeichnung. Das macht nichts, da mache ich mir jetzt eine Uferlandschaft drauf, draus, ganz weit hinten. Und dadurch erzeuge ich auch eine wunderbare Tiefe in das Gemälde hinein. Dunkel und so weiter brauchen wir da hinten nicht werden. Vielleicht mal ein bisschen spielen, falls ihr Berge andeuten wollt. Wir haben eine ruhige See. Das bedeutet, ich habe nicht viel an Wellen. Aber hin und wieder möchte ich das doch gerne darstellen, deswegen darf ich jetzt mein Radiergummi nehmen und durchaus nochmal hier so kleine Flächen ausziehen. Und das sieht dann aus wie Spiegelung im Wasser. Ich hoffe, ihr könnt es alle gut sehen. Wunderbar. Jetzt korrigiere ich mir nochmal meine Stempen, die ich hier habe. So, jetzt haben wir schon sichtbar Tiefe und beginnen jetzt mit diesem kleinen Boot. Das Licht kommt wieder von links bei mir, deswegen fange ich hier auf der rechten Seite an. Das ist die dunklere. Es ist immer leichter, mit der dunkleren Seite anzufangen, um den richtigen Tonwert zu finden.
Denn dunkler werden ist immer leichter als heller zu werden. Hier sind zwei Brote, die mehr oder weniger eng beieinander liegen. Deswegen hier unter dem Handlauf grundsätzlich etwas dunkler, weil da haben wir immer Schatten und kommen hier aus der tiefsten Stelle raus. Und je mehr wir nach vorne kommen, umso heller werden wir wieder. Mein Bleistift ist übrigens 6B, vergesse ich auch immer zu sagen. Entschuldigung. So, jetzt kann ich hier tatsächlich schon erkennen, dass dieses Boot sich wölbt. Hier unten, wo der Sand liegt, bin ich auch noch mal etwas dunkler. Und hier am Kiel. Die einzelnen Planken hier, die deute ich nur an. Man muss sie nicht voll auszeichnen. Es reicht vollkommen, wenn man sehen kann, dass hier Unterteilungen sind. Hier unter dem Handlauf auch etwas dunkler, aber insgesamt heller bleiben, damit ich das auch gut unterscheiden kann zwischen Schattenseite und Sonnenseite und auch vom Tonwert zum Wasser her. Hier unser Kiel ist auf dieser Seite dunkler. Der Rest darf gerne hell bleiben. Jetzt gibt es hier einen Masten. Der wird nach unten gerne etwas breiter. Korrektur. Ist aber auch hier ein kleines bisschen dunkler. Dieser Stempel hier auch. Links sind wir hell. Rechts ein bisschen dunkler. Jetzt übernehmen wir mal dieses Boot und schauen, wie viel dunkler muss ich denn hier in der Ecke werden, damit beide Boote sich voneinander unterscheiden. Das ist die dunkle Seite, das ist die hellere Seite. Ich fange also hier an der dunklen Seite an, und zwar unterm Handlauf und arbeite mich vorsichtig vor. Und mache es jetzt so, dass ich hier in dieser Ecke am dunkelsten bin. Ziehe ich mir noch hier rüber. Noch dunkler werden, weil ich möchte, dass ich hier eine kleine Wölbung darstelle, ganz eng am Kiel dunkel bleiben. Bitte, ich gehe das so in einer Dreiecksform, und je mehr ich zur Mitte komme, umso mehr nehme ich den Tonwert wieder raus. Anpassen. Und hier hinten auch noch ein bisschen dunkler. Und dann kann ich darstellen, dass ich das vordere Teil des Bootes ein bisschen wölbt.
ne, wie bei der Kugel. Jetzt nehmen wir diese Seite hier. Darf hier schon etwas dunkler sein. Sachte anfangen. Ich muss nämlich hier heller sein als da. Wenn das nicht klappt, muss ich hier dunkler werden. Bleibe auch hier von der Strichführung ein kleines bisschen im Bogen. Hier innen drin werde ich ein bisschen dunkler. So, und jetzt kann ich dieses Boot von diesem Boot nicht wirklich gut unterscheiden. Deswegen muss ich mit dem Boot auf der linken Seite anfangen. Also mit dem linken Boot anfangen und auf der rechten Seite dunkler werden, so ist es korrekt. Und kann mich hier anpassen. Hier unten drunter darf man wirklich ein bisschen spielen und auch hin und wieder darf etwas übertrieben werden, damit ich das überhaupt zeichnerisch darstellen kann. Und wenn ich das jetzt so hinlege, dann kann ich beide Boote wunderbar voneinander unterscheiden. Hier ist es so, Licht kommt hier hin. Aber auch hier, deswegen bleibe ich auf dem vorderen Teil des Kiels von der Anlage her zwar ein bisschen dunkler. Und wenn es nicht so gelingt wie jetzt gerade, dann darf ich auch den Radiergummi nehmen und kann mir helfen. Brauche aber hier eine konkrete Andeutung, dass ich sehe, aha, hier teilt sich das Kiel und muss auch deswegen, damit ich hier nicht nur einen Strich habe, darf ich also auch hier etwas dunkler werden und kann das dann wieder wunderbar voneinander unterscheiden. Jetzt sieht das Boot recht schief aus. Deswegen arbeiten wir hier unten auch noch mal ein bisschen nach. Jetzt nehmen wir die Innenseite, das Licht kommt von links, also ist es hier innen drin, hier unten drunter hell. Hier darf ich also ein kleines bisschen dunkel arbeiten. Und je mehr ich nach rechts komme, umso heller werde ich. Weil wir ja jetzt im Innenbereich sind, ja? Gut. Handlauf auf dieser Seite ein kleines bisschen anpassen. Wenn ich das nicht mehr unterscheiden kann, eine konkrete Linie ziehen. Hier sind wir im Schatten, hier werden wir schon etwas heller. Dieser Handlauf hier ist im Licht. Drum kriegt er nur eine kleine Unterstützung. Jetzt haben wir hier die Ruderführung, hier auch, muss man nicht konkret ausarbeiten, reicht vollkommen so. Unsere Stäbe, unsere Kügel ist hier oben, die versuchen wir so gut es geht rund zu zeichnen. Ziehen die Stange dazu noch mal durch. Ihr seht, die liegen also auch wirklich hin und wieder mal leicht im Bogen, weil die ja auch sehr biegsam sind. Unsere Fähnchen mit dem leichten Ton wird anfangen. Und hier, wo sie
quasi auf der Stange liegen und im unteren Bereich gerne noch ein bisschen spielen, dass wir die Unterteilung sehen können. Die zwei Boote sind fertig. Dieses Boot hier in dem Eckschattenbereich und dahin werden wir wieder heller. Deswegen fange ich jetzt mal hier innen drin an. Und je mehr ich nach vorne komme, umso heller werde ich. Hier haben wir auch Schattenbereich. Hier unten drunter darf es sogar richtig dunkel werden, damit das Auge das unterscheiden kann. Hier vorne auch ein bisschen dunkler bleiben, unterm Handlauf sowieso. Und jetzt nur hier ein bisschen da, wo ich sehe, aha, da ist Holz und den Rest kann man direkt mal hell lassen, damit ich auch so ein gewisses Strahlen bekomme. Wenn ich hier auch Reflexionen haben möchte der Sonne, nehme ich mein Radiergummi und kann hin und wieder durchaus auch mal noch so heller werdende Partien ausradieren und wir sehen, es kommt ein bisschen mehr Lichtspiel rein. Jetzt machen wir noch unsere Anlage hier vom Sand. Hier sind wir hell, hier fällt es dunkler ab, hier sind wir wieder etwas heller, hier ist es dunkel, hier ist es hell, weil das Boot liegt ja hinten, hier ist es hell und hier wird es wieder etwas dunkler. Ist eigentlich gar nicht so schwer, ich traue mich mal. Hier, das Boot liegt definitiv im Schattenbereich, hier auch und zieht sich hier als Schatten runter. Auch hier dürft ihr hin und wieder mal ganz locker etwas dunkler werden, um so Vertiefungen des Sandes darzustellen und werdet dann wieder etwas sanfter. Und so kann man das hier auslaufen lassen. Hier möchte ich, dass wir hier unten drunter eine Mulde haben, also werde ich hier etwas konkreter und komme wieder sanft raus. Seht ihr, und jetzt kann ich hier tatsächlich unterscheiden zwischen dem Sand, wenn er so vor sich hinfließt, also wo ich einen Hügel habe oder eine Vertiefung und wo nicht. Ganz so hell lassen kann ich es hier nicht, deswegen ziehe ich das nochmal raus, werde etwas sanfter, spiele ein bisschen und lasse ihn nochmal hier auslaufen. Da noch ein bisschen dunkler werden und theoretisch ist diese Partie jetzt hier fertig. Was mich jetzt stört, ist dieser Vorzeichnungsstrich. Deswegen lege ich mir hier hinten das Wasser noch mal etwas dunkler an und nehme mir hier meine Vorzeichnung wieder raus, denn das brauche ich nicht. Ich habe so auch die Möglichkeit, Wasser vom Sand zu unterscheiden. Desgleichen habe ich hier. Ich habe hier zu viel Strich für meinen Geschmack. Deswegen fange ich noch oberhalb des Striches an und ziehe mir nochmal ein kleines bisschen dunkel nach oben, ausgehend von meinem Vorzeichnungsstrich. Das darf noch ein bisschen Schatten haben und sachte wieder auslaufen lassen. Und dann kann ich jetzt hier von meiner Vorzeichnung nichts mehr erkennen. Hier ist es das gleiche, allerdings radiere ich die hier einfach weg. Und
widme mich jetzt hier der Sandbank. Die geht hier unter das Boot. Hier mache ich es ein bisschen dunkler. Und lege hier nur ein ganz klein wenig an. Jetzt kann ich diese Sandbank von diesem Wasser nicht wirklich gut unterscheiden. Deswegen nehme ich jetzt hier nochmal etwas an Tonwert raus und passe mir aber mein Wasser hier hinten an. Mit so kleinen Strichen. Und bleibe in diesem Bereich ein kleines bisschen dunkler, komme aber im Bogen etwas raus, um so ein kleines bisschen Wellenschlag, die Kirsch, die da an das, ans Ufer platscht. So, jetzt haben wir auch hier einen Strich, den möchte ich weghaben. Das bedeutet, ich muss auf dem hinteren Element hier auch noch mal ein kleines bisschen anlegen, damit ich den Strich quasi übernehme und er nicht nur als Strich liegen bleibt. Das bedeutet im Gegenzug aber auch, hier brauche ich ein kleines bisschen mehr Tonwert auf dem Boot und nehme den Strich als Strich wieder raus, indem ich ihn ausradiere. Hier sind wir auch dunkler, weil ja der Hügel hier an. Und lass es auslaufen. Auch hier habe ich einen Strich, der gefällt mir überhaupt nicht. Entweder ich werde jetzt hier dunkler und das werde ich auch tun, weil ich möchte, dass das Meer heller bleibt. Deswegen spiele ich hier ein kleines bisschen mit Schatten und Mulden. Und der Strich ist weitgehend weg. Das Boot hier kann ich jetzt anpassen auf der Seite. Hier haben wir den Handlauf, hier liegt es dunkel in der Ecke. Hier kriegen wir aber auch noch mal etwas dunkler, weil sich das Boot da ja wölbt. Und am Handlauf ein kleines bisschen konkreter werden. Und hier auch. Hier habe ich Licht, hier habe ich bedingt Licht. Und dieser Teil liegt schon wieder durch den Hügel im Schatten. Deswegen hier dunkler ansetzen, durchaus auch die Linie überziehen, dass ich sie unterscheiden kann. Auch hier. Und hier nochmal korrigieren. Hier innen drin brauche ich noch eine Korrektur. Ich kann das nicht wirklich unterscheiden. Und lege mir das jetzt so an, dass hier, dadurch, dass ja der Sand da drüber läuft, ist die hintere Seite bei mir etwas länger. Ich möchte es hier etwas heller haben, weil ich da auch Wasser drin habe und nehme quasi das wieder raus. Hier das Gleiche, ein kleines bisschen dunkler anfangen und nicht einfach abschneiden, sondern unterschiedlich auslaufen lassen, anpassen, korrigieren. Da haben wir auch noch einen Stempel. Da ist er, seht ihr ihn so, also auch hier etwas dunkler. Etwas korrigieren, dass ich da keinen Strich liegen habe und hinlegen. Hier habe ich noch eine
Halterung für meinen Seil. Das geht auch hier rein und kommt hier wieder raus. Das heißt, der Sand, der fließt tatsächlich dann hier drüber. Dunkle Seite anfangen. Korrigieren. Und auch hier eine kleine Öse hinmachen. Jetzt kann man hier noch ein kleines bisschen spielen mit so Vertiefungen, dass es nicht nur als helle Fläche liegt. Das gleiche hier dann auch, da wo der Stempel drin ist. Und ich brauche auch einen Schatten. Wir haben Sand, deswegen nicht nur als Strich hinlegen, sondern ein kleines bisschen laufen lassen, damit ich auch sehe, dass hier ein bisschen Unruhe durch den Sand entsteht. So, und jetzt ist unsere Zeichnung fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich konnte euch was zeigen. Hier korrigiere ich nochmal hier unten drunter. Und freue mich auf das nächste Mal.